ich bin Michelle Josephine und ich wohne seit 2 Jahren in der Bremer Überseestadt. Wir sind hier gerade am Wallersand an der schönen Hafenkante. Und hier komme ich gerne her, um zu entspannen, zu spazieren, um mich mit Freunden zu treffen oder einfach mal ein bisschen abzuschalten. Es ist super zentral, also mit dem Fahrrad ist man innerhalb von 10 Minuten in der Innenstadt und ja, für typische Bremer ist es halt normal, mit dem Rad zu fahren. Das liebe ich auch an der Überseestadt, dass man wirklich überall hinradeln kann. Ich finde es zum Altbekannten, was man alles so aus Bremen kennt, wie die Schlachte zum Schnorr, mal ein bisschen abwechslungsreich, dass es andere Cafés gibt, neue Bars oder wie das Steyr, wo man halt Salsa tanzen kann. Das ist das Erste, was ich in Bremen kenne, wo sowas angeboten wird. Hi, ich bin Conny und sitze hier im schönen Leutcafé in der Überseestadt. Ich komme sehr gerne hierher, weil ich ganz viele Kindheitserinnerungen mit diesem Gelände verbinde. Meine Oma hat früher in der Rösterei Café Haag gearbeitet und meine Brüder und ich sind früher sehr oft hierher gekommen zum Spielen. Verbotenerweise teilweise. Es war sehr abenteuerlich und manchmal auch sehr unheimlich. Und ich liebe einfach die Überseestadt, weil es hat sich so viel getan und ist für jedermann zugänglich geworden. Und also deshalb, ich komme sehr gerne hierher. Mein Name ist Dieter. Wir sind hier im Europahafen in Walle. Ich bin hier so in der Nebentätigkeit beschäftigt als Hafenmeister. Und ja, ich wohne hier auch gleich in der Nähe, 8 Minuten zu Fuß. Also ich bin echter Waller. Also von daher ist das schon eine ganz tolle Sache. Hab hier auch mein kleines eigenes Boot, wo ich mit meiner Frau oder meiner Familie auch mal rausfahre. Die Weser hoch Richtung Bremerhaven oder auch zur Oberweser. Die tolle Möglichkeit ist wirklich Bremen auch mal von der Wasserseite zu sehen. Also es ist wirklich sehr entspannt. Also Hafenanlage kann ich einfach nur sagen und empfehlen, schaut mal vorbei.